Hallo zusammen, wieso kann ich jetzt nicht sprechen? Ich bin Mr. Gummibaum und willkommen zurück zu Let's Play Dead Cells. Wir werden diesmal wieder versuchen, natürlich zum Graveyard zu kommen, aber dann vor allem vielleicht mal ausnahmsweise auch aus dem Graveyard wieder rauszukommen und dort nicht elendiglich zu verrecken. Das wäre mal nett zur Abwechslung. Aber mal schauen, zuerst müssen wir hinkommen, nicht wahr? Jo. Da wäre ich fast reingesprungen. Da gibt es dieses Herz dort. Wie viel Geld haben wir? Nee. Ist es mir nicht wert. Das habe ich eh schon mal erklärt, glaube ich. Ich nehme mir lieber Zeug, das meinen einen Run verbessert, als mir die Chance einen zweiten oder halt auf ein zweites Leben zu geben. Vor allem, wenn man dann auch kein anderes Amulett tragen darf. Manche von denen sind schon recht nice. Von dem her. Weiß nicht, ob das so schlau ist. Okay, wir werden da definitiv die Cursed Truhe hier aufmachen. Weil wir sind ja noch in den Prison Cells, das sollte zu machen sein, hoffentlich. In Quickboat 2, nice. Den werden wir vielleicht gleich ein bisschen benutzen, damit wir mehr so auf der Ferne draufhauen und nicht in den Nahkopf müssen, wo wir dann vielleicht aufs Maul bekommen, was natürlich sehr unfreundlich wäre. Der Turret könnte auch sehr gut helfen, nicht zu sterben jetzt gleich. Allerdings bin ich da immer ein bisschen zu ungeduldig, um das wirklich völlig cheesy zu machen. Oh, eine bessere Waffe. Flammable Sword ist besser als die Mace. Irgendwie eine Kombination wäre natürlich auch nicht schlecht. Oh, servus. Das ist eher unangenehm. Nicht mich treffen, bitte. Jo. Und jo. Also so viel zum Quickbow benutzen. Sagt, er benutzt den Quickbow, macht es kein einziges Mal. Yes. Gummibaum, ja, lebt und lebt. Okay. Also, da geht's weiter rum. Geht's dann in die Prison Cells? Sieht mir danach aus. Jo. Also nicht Prison Cells, ich trottel ins Ossuary. Ich weiß nicht, vielleicht gehen wir diesmal ins Ossuary. Es ist ein bisschen risky, aber... Ja, ich habe offline bin ich jetzt schon ein paar Mal ins Ossuary gegangen. Meistens sterbe ich immer noch drin, aber einmal, glaube ich, habe ich es rausgeschafft. Und nehmen wir vielleicht mal jetzt mal am Stream. Wir sind letztes Mal im zweiten Teil der Folge ins Ossuary gegangen, oder? Glaube ich. I don't really remember, aber ich glaube, das war so. Da wird jetzt wohl die Sewers sein, oder werden jetzt wohl die Sewers sein, jo. Das wäre die andere Option. Aber ich glaube, wir gehen ins Ossuary. Also, falls wir jetzt nicht irgendwann drauf gehen, was natürlich immer möglich ist. Das ist die andere Richtung. Das ist kind of bad. Jo, du gehst auch hin. Oh, oh, jo. Ein bisschen gefährlich hier kurz. Aber ist nichts passiert. Alles gut. Du willst mal drauf gehen, bitte. Du könntest eigentlich auch mal drauf gehen. Hier hauen wir jetzt kurz ab, bevor wir den Pfeil drauf bekommen. Bam, bam, Sache ist gegessen. Das mit dem Fluch zumindest. Wunderbar. Da ist jetzt nichts. Oh, da ist noch ein Power-Upgrade. Das ist super. Dann werden wir uns Strength holen. Ich sollte echt mal den Quickbow benutzen. Für den hier unten könnte ich jetzt eigentlich. Aber man kann nicht so schön runterfallen auf sie. Ja, geht schon recht schnell, muss ich sagen. Carrot brauchen wir nicht, weil wir wurden ja nicht getroffen, sonst wären wir ja eh hin. Okay, da ist auch nichts. Du wärst hin. Ja, geht recht fix, muss ich sagen. Okay, machen wir einfach mal so weiter. Und ein paar out of ammo waren wir da auf einmal. Richtig Bad Trap, nicht wirklich eigentlich. Jetzt ist mir das Gold fast zu schade. Wobei Gold ist nicht so wichtig, aber die Bad Trap benutze ich irgendwie nie. Und außerdem kommen wir noch an einem Shop vorbei, also erstens ist da jetzt gleich einer und wir kommen noch an einem vorbei, wenn wir jetzt ins Ossuary gehen, weil da zwischen Prison Cells und Ossuary gibt es noch einen Shop. Dafür ist es mir nicht zu schade. Vielleicht werde ich mir kaufen, ich mir das auch noch zulegen. Damage taken reduced by 15%. Ist es das wert? Nee, ich spekuliere, dass wir was Besseres finden im Shop zum Ossuary, aber mal schauen. I might also be full of shit about that. Hier sind wir jetzt durch, oder? Jo. Also nix ins Ossuary. Let's go. Tadam. Eine bessere Waffe wäre cool. Das würde mich sehr freuen, wenn er mit dem Kopf stehen würde. Nope. Ein Beider-Swarm. Oder eine Granate 4. Was haben wir? Horizontal Turret 2 und S-Grenade 2. Nee. Ist mir nicht gut genug. Was wollen wir hier als nächstes freischalten? Achso, natürlich den nächsten Heal, den haben wir noch gar nicht. Wir haben noch nicht den vierten Heal. Oh, das macht das Ossuary natürlich nochmal ein bisschen schwerer. Das hatte ich vergessen, dass ich das auf dem Save-Slot noch nicht freigeschalten habe. Alright. Dann müssen wir umso besser spielen jetzt natürlich.
Alles so rot und dunkel. Passt schon. Im Moment haben wir gerade echt nicht wirklich viel Schaden, muss man zugeben. Jo. Great start. Da hätten wir fast auch noch aufs Maul bekommen. Es geht alles ein bisschen nicht so fix. Oh. Zwei von denen gleich einmal für den Anfang. Kommt auch eher wenig Freude auf. Hallo. Hallo. Okay. Hat ja sogar richtig gut geklappt. Ich bin relativ stolz auf mich. Okay. Muss auch mal hin. Oh, fuck. Sorry. Da ist jetzt nichts mehr. Schauen wir mal hier runter. Oh, da ist ein Schwein. Vielleicht sollte ich da doch mit dem Bogen draufhauen, weil dann quitten wir wenigstens. Wenn ich ihn tausendmal beschossen habe. Das kommt dann, glaube ich, nach dem Update, kann man da irgendwie rein oder so. Ich weiß es nicht. Oder es sind schon mehr von diesen Türen da. I don't really know. We'll see. We'll see. Wenn es rauskommt. Da ist eine Rune. Servus, Secret discovered. Wunderbar, da waren wir jetzt überall schon. Also könnten wir mal in die Richtung rollen. Hallo, liebes Skorpion. Schildi! Schildi und ich haben eine lange Geschichte, die eher ein bisschen negativ behaftet ist. Hey, Schildi und ich gemeinsam, aber vor allem auch... Hey, hey, okay. Wunderbar. Fuck. Jetzt ist aber schon ein paar verdammte Teile da drin. Oh! Noch eine Rune. Look at that! Was? Oh Gott. Eher suboptimal gerade. Das ist schon wieder Shieldy. Ich sollte mir einfach meinen Kräften benutzen mal wieder. Was? Ich wollte da nicht drauf. Ich muss alles tot. Wow, falsche. Ich dachte, das war die Eisding. Nein, ich will nicht besonders. Stand! So, jetzt hätten wir es mal. Ein bisschen komplizierter als das hätte sein müssen, aber egal. Ein Health-Upgrade wäre auch nett, aber eigentlich wäre jegliches Upgrade gerade äußerst willkommen. Da kommt mir gerade noch rechtzeitig nochmal. Fuck off. Mal hin. Ui, das war auch echt knapp. Jetzt noch eine Eisgrenade drauf und dann geht's aufs Maul. So geht das. Oh, ficken! Ja, shit. That was incredibly stupid. Oh mein Gott. Okay. Yo. Sorry, Panik. Hier bin ich jetzt lieber da wieder zurück reingegangen, obwohl wir jetzt natürlich schon Heal verbraucht haben, was mich gar nicht freut. Aber es ist nun mal so, ich kann es nicht ändern. Gleich drei von den Pissern. Umdrehen? Genau, brav. So, Schildi, du musst jetzt mal dran glauben. Ich kann mich da auch noch dran glauben und dann machen wir das Ding, ne? Ja, und dann wäre der Skorpion auch hin. Gut! Also nicht gut, weil wir den Heal verbraucht haben, aber wir sind nicht tot. Was schön ist. Gefällt mir so am Leben zu sein. Finde ich eine super Sache. Wir gehen jetzt einfach mal ganz nach rechts. Nicht. Oh Gott. I hate you. More than you can imagine. Es ist schon hin. Kannst du aufhören, mir immer noch nachzulaufen? Du Creep. Okay. Die Viecher sind so nervig. Okay, das kriegen wir mal hin. Great time of that. Health Upgrade. Her damit! Oh oh. Hallo Skorpion. In den Schildi. Ich geh mal kurz rauf. Okay, das hätten wir auch erledigt. So einer. Nein, das war das Falsche! Oh Gott. Now he's not slowed down! Okay. Bisschen Quick Bow Action. Bringt alles wieder ins Lot. Was? What just happened? Hier habe ich den falschen Dings ge... Oh oh, jo. Jo. Nope. Okay. Wunderbar. Ich habe, glaube ich, da den falschen Stick gedrückt oder so. Ich weiß nicht. Weird. Dass das nicht geklappt hat. Also die Bombe nach unten. Oder der Smash nach unten. Der, ne? Wollen wir schon weiter? Da war noch ein Shop, wie es aussieht. Mal schauen, wenn wir da schon vorbeikommen, auch mal hier rauf. Okay, da wäre eine Zeittür. Ist da noch irgendwas? Da ist auch ein Shop. Twin Daggers 4. Yes, please! Das würde ich auch gerne noch fast lieber als den Quickbow haben. Electric Whip 4. Jo,
Hätten wir uns hier mal mit Waffen eingedeckt. Fühlt sich gleich alles ein bisschen besser. Sollten ordentlich Damage raushauen mit dem Ding jetzt. Hat ihn das Double. Oh Gott, Lifesteal. Ich sollte wirklich mehr angewöhnen, dass das. Dass ich mir das merke. Also, dass ich sehe, was da drauf ist. Gut, aber das wäre alles noch beschissener gewesen. Von dem her fühle ich mich jetzt gar nicht mehr so schlecht. Okay, okay, okay. Ja, wir müssen jetzt diesmal mit dem Aufzug nach unten fahren. Weiter in die Tiefen der Höhle. Und dort wieder weiter Gegner schnitzen. Jetzt hätte ich gerne wieder ein Waffen-Upgrade eigentlich, nachdem das Spiel so nett war und das letzte Mal auf mich gehört hat. Kann man es ja nochmal probieren. Ja, jetzt geht es mir ein bisschen schneller. Hey, Schilde. Bam. Ah, jetzt mache ich gerade mehr Schaden mit dem Ding, weil mein Livestream mir mein Leben wieder zurückgegeben hat. Nicht ganz gut geklappt, aber natürlich geht es dann auch schneller wieder zu Ende. Da ist ein Biterswarm. Wer macht den Biterswarm? Hey, 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 hey. Not cool at all. Nein! Und jetzt ist er tot. Ich brauche einen Gegner. Ich brauche einen Gegner! Come on. Spiel. Ein Gegner. Oh. Ja, dann muss ich dann wieder heilen. Oh, 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 oh. Das war ein bisschen impulsiv gerade. Das ist einfach kacke hier. Okay. Dafür, wie wenig Leben wir hatten und wie sehr ich im Stress war, habe ich das gar nicht schlecht gelöst, finde ich. Persönlich. Das war der Falsche. Das war der Falsche. L2 ist die Eisgranate. Na so, geht nicht. Okay, da werden wir alles hin. Ich würde mir vielleicht den Biter-Swan nehmen. Statt dem Horizontal Turret hier. Ich glaube, ich muss nochmal heilen. Es tut im Herzen weh, aber sonst gehe ich dann drauf und wenn ich dann drauf gehe, wenn ich eigentlich noch Heals gehabt hätte, ist das eigentlich fast noch schlimmer. Na, für den Moment nicht. Es gibt da unten Schönes. Ein Schwert, das ich fast zu 100% nicht haben will. Oh oh. Plus 20% Damage, plus 20%. Inflicts a critical hit when you're below 50% health. Nope. Nope. Don't like it. Mag meinen Lifesteal mehr. Vielleicht hätte ich nicht heilen müssen, weil ich ja den Lifesteal habe, aber es ist halt ein bisschen gefährlich. Ich komme da einfach nicht runter, oder? So wie ich das sehe. Vielleicht kommt man von da dann irgendwo hin. Dann geht's mal darüber. Weiter ist auch noch. Was? Kombi ist nicht schlecht, würde ich sagen. Sie können sich bewegen und werden noch aufgefressen. Oh Gott. Don't be dick. Wo war das Ding? Da, danke. Okay. Ah, Mann. Genau rein. So deppert. Okay, der hat mir eigentlich wieder gut geheilt, muss ich sagen. Hey, wie komme ich denn hier am gescheitesten runter? Mehr Vipers, bitte. So gefällt mir das. Man muss selber nichts machen und lässt die anderen arbeiten. Oh, 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 yes. Beautiful. Mal schauen, was wir hier noch so alles treffen. Oder wen. Eine Kiste mal. Eine Flashbang. Ich muss sagen, mir ist jetzt mittlerweile die Ice Grenade schon wieder ein bisschen mehr ans Herz gewachsen. Reduces the chance of Weil in manchen Sachen ist die Flashbang schon leider um einige schlechter. Vor allem gegen diese, eben, vor allem im Ossuary eigentlich, wo ich gerade bin, weil diese schießenden Viecher, oder diese, keine Ahnung, wie nennt man das? Diese Maschinen, die dieses Feld um sich herum produzieren, wo man dann Schaden nimmt, die werden von der Flashbang irgendwie weniger aufgehalten als von der Ice Grenade, habe ich das Gefühl. Und bei irgendwem war das noch so ähnlich. Aber es ist eine Flashbang 5. Ich glaube, ich nehme lieber die Flashbang. Vor allem, wir sind so gute alte Freunde, ich weiß nicht, ich kann mir das nicht antun, dass ich sie jetzt nicht nehme, wenn sie 3 Level höher ist als das andere Ding. Hätte natürlich auch den Biter Swarm hergeben können, aber der gefällt mir eigentlich auch. Goodbye. Oh, nein. Oh, natürlich das scheiß Ding auch noch. Raus. Und jetzt wieder rein. Das hat recht gut geklappt. Okay. Wir machen das jetzt mal auf die gute alte Art und Weise. Oh, und die Whip hilft mit dem Titus. Das ist natürlich interessant.
Das wird mir jetzt ununterbrochen weiter, wenn ich das so mache. Nice. Nice! Hey, ich sollte die Whitmer benutzen. Vor allem in solchen Momenten. Oder in solchen Situationen. Nein, 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 nein. Was? Was? Nein, ich bin tot. Oh Gott. Nein, das war das äußere, der äußere Rand des Feldes. Das ist so mean. Oh Gott. Gerade noch hat er mich erwischt. Damn. Ne, probieren wir es nochmal. Nochmal aus, sorry, dann wird es wenigstens auch nicht so lang. So, diesmal vielleicht mit ein bisschen mehr Talent. Das ist die genau gleiche Anfangswaffe wie das letzte Mal. Ja, okay, es ist ja nur eine eigentlich, weil ich habe noch keinen Anfangsbogen bekommen. Aber trotzdem. Ich meine, so schlecht ist, aber ich meine, es ist keine Waffe so schlecht in Prison Cells, weil die Prison Cells einfach easy sind. Jetzt nicht, nachdem ich das gesagt habe, Damage nehmen. Hey, Jesus, kannst du bitte mal stehen bleiben? Hält mir nicht aus. Okay, der wäre auch drauf gegangen. War da oben noch hin was? Ja. Not that I can see. Die Karotte brauchen wir nicht dabei. Nice. Gleich mal eine Score of Power. Nehmen wir uns wieder Strength, wie immer am Anfang. Weil einfach der Waffendamage schon irgendwie das Wichtigste ist, finde ich. Oder vielleicht das Skills Damage, das könnte sein. Aber ich meine, wir haben ja noch nicht einmal Skills. Also. Ich glaube, die Pro-Strategie, so wie ich das verstanden habe, ist Skills super hoch zu machen. Aber es ist auch irgendwie die fade Strategie, wenn man dann einfach immer nur daneben steht und die Skills benutzt. Ich mag die Skills lieber so komplementär zur Hauptwaffe, weil es dann ein bisschen actionreicher ist zu spielen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass die einfach Min-Max beste Strategie ist, immer die Skills rauszuhauen und sich möglichst rauszuhalten, weil dann kann man eigentlich besonders viel Damage nehmen, ja. Aber ich werde dafür einfach nicht geduldig genug. Generic Grenade würde ich in Flame Assault 2 oder warten einfach bis was besser. Ich glaube, wir warten, also nämlich eh kein Geld mit anderen Worten. Brauche ich da gar nicht so deppert rum zu überlegen und so zu tun, als könnte ich mich überhaupt entscheiden. Also wenn ich irgendwie vor einem Gucci-Laden stehen würde. Ich weiß nicht, ob ich diese 5000 Euro irgendwas. Das macht Gucci. Ich habe gesagt, keine Ahnung. Uhren? Nein, oder? Was macht Gucci? Gürtel vielleicht? Sagen wir Gucci-Gürtel, oder? Alle machen Gürtel. Let's be honest. 500 Euro Gucci-Gürtel kaufen, ne? Ja, würde ich nie in meinem Leben 500 Euro hätten, ne? Und mir einen fucking Gucci-Gürtel kaufen. That makes no sense! Nicht, dass ich, wenn ich 500 Euro hätte, das unbedingt jetzt für einen Gürtel ausgeben würde. Nein. Ich meine, why? Ich meine, ich denke natürlich, wenn man so viel Geld hat, dass 500 Euro einfach gar kein Geld ist, you might as well. Ich meine, why the fuck not at that point? Aber ich kann es mir schwer vorstellen. Das ist eine ziemlich geile Grafikkarte, 500 Euro. okay. Shut up, nerd. Wo wollen wir als nächstes hin? Da. Ich glaube, da hätte ich. Ich weiß nicht, ob da überhaupt noch viel ist da auf der anderen Seite. Irgendwo muss hier noch ein Upgrade sein, meiner Meinung nach. Aha, das ist wieder nur die Sewers hier drüben. ein kleines Kind, das nicht hochkommt. Nein, das Herz will ich immer noch nicht haben. Und ich kann es nicht kaufen. Meat Grinder, nicht um 1000 fucking Gold oder Euro oder was auch immer das ist. Sind die Prison Cells in der EU? Also in der Eurozone? Ich weiß es nicht. Ich habe so das Gefühl, die müssen da noch institutionell ein bisschen an sich arbeiten. Die Menschenrechte scheinen auch nicht ganz so hoch angesehen zu sein. Also wahrscheinlich sind sie nicht in der EU und damit auch nicht in der Eurozone. Jetzt einfach mal so Spekulation von meiner Seite aus. Da wollen wir nicht hin, obwohl, naja, ich meine, natürlich, dann hätten wir wieder Chancen zu überleben, aber wer will sowas schon? Zäh! Feiglinge. Also, wenn ich jetzt eine Cursed Dings finde, dann gehe ich, glaube ich, zu was. Nein, eine Feuergranate will ich auch nicht haben. Wirklich nur ein Upgrade, du dummes Spiel? Nur ein Upgrade hast du mich jetzt immer verwöhnt mit zweien. Ich glaube aber, es ist leider die Wahrheit. Das ist natürlich noch besser. Fuck. Ja, yeah, let's go da in die Ossuary. Kannst du bitte... Aha, das geht nicht. Ah ja, da. Sorry, ich dachte irgendwie... Aus irgendeinem Grund hatte ich das Gefühl, da wäre ein Teleporter da unten drin beim Ossuary. Ist aber nicht so. Wir müssen hier hin. Wunderbar. Du gehst mal zurück.
Und here we go. Ich glaube, mit 1700 werden wir uns in einem Schöppchen hier auch nichts kaufen können. Nein, auch wenn es wirklich sehr nett wäre, aber dem ist leider nicht so. Wir hauen hier wieder ein paar Sets da rein. Weil wir immer schon im Osiris sterben und noch nicht einmal in den Prison Deaths, oder was ist es? Ich weiß es nicht mehr. Prison Deaths? Wie schreibt man Tiefe auf Englisch? Depth? I don't know. Ich kann das nicht aussprechen. Dafür bin ich zu deutsch. Nicht im Sinne der Nationalität, im Sinne der Sprachlichkeit. Okay, get over your fucking self. Ey, okay. Bam, bam! Ja. Ja. Eher nicht so wahnsinnig beeindruckend, was ich hier am Damage raushaue. Ja, Slammen scheint mir eine gute Option zu sein. In dem Fall kommt da wieder ein Skorpion. Slam! Okay, das ist beschissen mit Slam. Ich gebe es zu. Ziemlich erbärmlich. Sollte ich schämen. Aber das sollte ich mich ja sowieso hinwieder. Wieso? Ich weiß nicht. Eigentlich bin ich nicht mal katholisch, aber das ist irgendwie normal. Das muss ich immer glauben, man muss sich schämen. Also ich bin gar nichts mittlerweile, aber gekauft bin ich protestantisch. Was weird ist in Österreich, aber das meine Eltern kommen ja nicht aus Österreich. Deswegen. Ist alles kompliziert. Diese scheiß Ausländer. Die in das schöne Österreich kommen. Aus ihren dritte Weltländern, wie der Schweiz. Und dann kulturell völlig unaufgeschlossen sind. Die ganze Zeit pünktlich kommen, die Pisser. Ein bisschen Korruption drauf haben, das ist schrecklich. Und überall Banken hinstellen, ja. Sollen sich mal integrieren, die Schweine. Alright. Schildi ist mal wieder tot. Ich bräuchte eigentlich auch einen schönen für Scorpi. Scorpi und Schildi? Die Abenteuer von Scorpi und Schildi? Das wäre irgendwie ein netter Kindercomic oder so. Und wie heißt Zombie? Zombie, da ist auch schon ein I dran, das muss man gar nicht verkleinern. Perfekt! Zombie, Schildi und Scorpi. Wie heißt der Große? Den kann ich eigentlich schwer verniedlichen, weil der gibt mir die ganze Zeit aufs Maul. Ich habe Angst, dass er böse wird und mir dann noch mehr aufs Maul gibt. Orschi? Ein bisschen zu kindlich, oder? Keine Ahnung, wieso Orschi gerade so klingt. Ich denke, das ist eigentlich ein Schimpfwort. I don't know. I don't know what I'm talking about. Da wollen wir mal nicht runterfahren. Wir wollen da lieber auf die linke Seite rollen. Was wir auch gerade tun. Wir hätten da mal Autobahnen hinbauen können, hey. Das war ja ewig. Da ist eine Zeit für. Ja, natürlich, wenn ich die ganze Zeit so lange rumlaufen muss, natürlich kann ich die Tür nicht zeitgerecht hier erreichen. Frechheit, jetzt alles Schiebung. Abgekartetes Spiel. Schildi und Scorpi haben sich gegen mich verschworen, die Schweine. Und Zombie auch noch. Right. Du stirbst. Jesus, braucht das lange. Das Slam ist einfach. Das Slam ist das Beste. Ey, God damn it! Stirb halt mal. Okay, Waffendamage ist gut. Aber dafür bräuchte man halt auch irgendwie eine gescheite Waffe irgendwann einmal. Sonst ist halt der schöne Waffendamage für nix. Okay, da kommt Schildi her. Schildi wird gefroren und Schildi wird verprügelt. So geht's im Leben, Schildi. Du solltest niemals deinen Freunden trauen. Das sind die, die dich am meisten verletzen können. Wenn man vor allem, also wenn man jetzt vielleicht ein wenig eine paranoidere Weltsicht haben möchte, würde sich das anbieten. Keine Ahnung, vielleicht ist da der Wunsch groß bei manchen. Lässt sich auch gut mit Verschwörungstheorien koppeln für den maximalen Effekt. Willst du dir mal Aluhüte rausbringen oder so? So wie andere YouTuber-T-Shirts rausbringen, ich bringe Aluhüte raus, verkauft das sicher viel besser. Au! Oh. Zombie ist auch nieder. Nieder? Zombie ist nieder? Deutsche Sprache, schwere Sprache. Zombie ist tot! Kaputt! Zombie kaputt. Ich würde da gerne zu dieser Feier gehen. Nicht, dass ich sie so toll fände, aber irgendwie erst so, dass wir hier. Vielleicht ist sie Level 1000 und gibt mir plus 5 und Strength. You never know. Ich meine, wahrscheinlich nicht, aber man muss sie sich halt anschauen. Plus 175% on a burning target, plus 50 Damage on a poison target, du bist Level fucking 4. Die Magnetic Grenade ist nur Level 2, macht eigentlich überhaupt kein Damage. Fliegt 16 Damage and burns nearby enemies for 3 seconds. 33 Damage, wir nehmen die. Was? So lange hast du dir jetzt Zeit gelassen? Das ist nett, dass du nicht einfach so reinplatzt, während ich das noch vorlese. Sehr freundlich. Scorpi hat halt manchmal schon auch eine höfliche Art, muss man sagen. Der kommt manchmal etwas rüpelhaft daher, weil er so aus dem Boden rausschießt, aber er hat auch eine gute Kinderstube genossen. Wieso bist du denn Slowdown? Du sollst tot sein. What was the plan, you dick? Panic. Oh Gott. Mehr Panic. Fuck.
Fuck, okay. Okay, alles ist cool. Gummibären berührt. Skills Upgrade, nice. I'm a huge fan. Ja, da gibt's. Warte mal, doppelt? Irgendwie schon wieder zweifach? Weil er schon Burning war? Hoffentlich noch ein Burning Target. Echt, das hilft für sich selbst dann? Oder weil sie poisoned waren? I don't get it. Oder weil er. I don't know. I do not understand. In the least. Nochmal beides rausgehauen. Oh oh. Der Bogen macht aber recht viel Damage dafür, dass er der beschissene erste Bogen ist. Und ja, ich meine, er schießt nicht besonders schnell, aber Damage macht er nicht schlecht. Das ist vielleicht, weil ich es jetzt gerade vergleiche mit dem Quickbow vorher. Der natürlich weniger Damage pro Schuss macht, aber dafür schießt man wie ein Karnickel auf Koks. Oder Eichhörnchen, sage ich da normalerweise, oder? Ich weiß es nicht. Ich kann nicht den Überblick darüber behalten, was ich alles für Scheiße rede. Dafür rede ich viel zu viel Scheiße. Man muss das schon fair sein zu mir. Damage taken reduced by 30% Jump Attack Burn Enemies? Ist schon Weihnachten? Perfect. Ich meine, das hier ist wieder ein bisschen unangenehm. Aber dann gehen wir doch einfach darauf. Hahaha. Hat sich Scorpi gedacht, der kann wieder einfach so reinplatzen. Hast du dich getäuscht, Scorpi? Ich gehe wieder weg. Hallo, hallo. Wunderbar. Dann wieder ein bisschen das machen. Dann wieder ein bisschen das machen. Dann wieder ein bisschen das machen. Und dann ist er schon hin. Und du bist auch hin. Und du bist auch hin. Wunderbar. Wir machen einfach nur noch Jump Attacks. That's all we're doing for the rest. Oh. For the rest of this program. Das kann jetzt übel sein. Ja, aber bei 26 Minuten ist auch eine ganz okay Folge. Schauen wir mal. Ja, es ist. Okay, es ist eigentlich das am wenigsten übel. Wofür ich sehr dankbar bin, aber alles andere wäre noch schlimmer gewesen. Das heißt natürlich jetzt nicht, dass ich nicht verlieren würde. Nicht, dass mich da wer falsch versteht. Das ist absolut im Rahmen des Möglichen. Und ich versuche es auch gerade sehr zu beweisen, muss man sagen. Und we won. Easiest fight of my life. War niemals irgendwie spannend oder etwas ähnliches. 215 und 644, wenn wir dahinter stehen, ist okay. Mein Freund fürs Chili sollte es viel bringen. Das ist jetzt eher unangenehm. Fand ich jetzt nicht nett von ihm. Hat der überhaupt den hinten, der Pisser? Der hat keinen hinten. Oh Gott, ich gehe gerade drauf. Kann ich bitte aufhören, drauf zu gehen? Das ist such a stupid thing to do. Drauf gehen ist generell nicht eine sehr gesundheitsfördernde Sache. Man sollte das hinterlassen. Wenn es sich denn ändern lässt. Geh weg. Ich glaube, die trifft man manchmal nicht, weil sie so weit, so nah am Boden sind. Okay, jetzt kommt da noch ein Pisser, gell? Ich sehe euch. I see you. Ey, der kommt ein bisschen nahe. Oh, hallo. Hey, ist ein Missverständnis, okay? Das ist nicht so gemeint. Dankeschön. Boom, Chakalaka. Und wieder schon. Hallo, hallo. Oh, ich fühle mich wie ein Ninja gerade. Das ist awesome. Schießen, zurückrollen, schießen, zurückrollen. Hey, das war die langweilige Version, aber wir müssen gerade ein bisschen aufpassen. Finde ich halt. Tot! Wunderbar. Und bam! Yes. Irgendwie sind diese Jump Attacks schon die befriedigendste Art, wen zu killen. Einfach mit deiner eigenen Masse zu erdrücken, den Gegner. Das macht Spaß. Flashbang 4 oder nope. Nope! Ich spare mir das Geld. Fuck you. Fuck you, fuck you. Da war die Zeittür. Da ist ein Shop, in dem ich nicht war. Oder eine Truhe sogar. Das ist schon nicht besonders korrekt, was ich hier tue, einfach da vorbeizulaufen. Geschenke muss man annehmen, sonst ist man unmöglich. Magnetic Bomb. Ich meine, mir gefällt die Fire Grenade schon gerade sehr gut, aber ich habe auch ein ziemliches Fable für die Magnetic Bomb. Soll ich einfach. Ich scheiße mal auf die Eisgranate. Ich weiß, es ist irgendwie fast Gotteslästerung für mich, das zu tun, aber. Also keine Stun-Granate dabei zu haben, sondern nur Damage-Granaten. Aber irgendwie. Ja, das sagt mir, dass dieses 2x AOE vielleicht auch ganz gut funktioniert. Zumindest für einen Moment. Da schauen wir auch noch schnell rein. Das Ossuary ist natürlich wie immer ziemlich groß. Hey, Chili. What's up? What's up, Chili? Good old Chili. Du kommst mir etwas nahe. Und da ist auch der Skorpion. Wie lösen wir das jetzt? Ja, wir lassen euch mal vorbeilaufen. Vorbeilaufen euch die. Wow. Look at that.
Jetzt gibt's Table oder was? Hey, bam. Crit right in your face. Oder besser gesagt nicht in your face, weil sonst wäre es ja kein Crit gewesen. Probieren wir mal die Macht unserer beiden AOEs hier aus. Könnte ein bisschen länger dauern. Brought to you by Snickers. Also nicht wirklich. Nicht, dass ich wieder falsch verstehe. Oder mich Snickers dann verklagt. Ich meine, das kann natürlich auch nicht passieren, weil dafür müsste sich zuerst irgendwen überhaupt das Let's Play anschauen. So much fun. Jo, wir gucken mal da, oder? Und dann schießen wir nochmal, und dann schießen wir nochmal, und dann schießen wir nochmal! Perfekt. Perfekt! Lieber Gummibaum. Okay, so toll ist es irgendwie doch nicht. Ich meine, es ist nicht allzu schlecht. Aber halt einfach. Na, fast das ganze Leben hat es ihm geklaut. Und das ist schon einer der besseren Gegner, würde ich mal sagen. Dann nehmen wir mal das ganze gleich nochmal. Hello. Wunderbar. Und jetzt haben wir hier alles erledigt schon wieder. Wunderbar. Und das heißt, jetzt geht's auf in den Lift. In den nächsten Stock. Soweit sind wir beim letzten Mal aber auch noch gekommen. Aber ich fühle mich irgendwie besser. Ich meine, ich habe nur 91 Leben. 90 Leben meine ich damit. Wollte ich schon wieder schummeln, aber das Spiel hat es gemerkt. Aber ich, aus dem Grund fühle ich mich jetzt besser als letztes Mal. Ich hoffe trotzdem, dass wir jetzt nicht wieder einen Elite treffen. Da kann ich jetzt, glaube ich, in die Prison Depths. I don't know. Ey, hör auf! Das Blöde ist, dass man sich dann nicht mehr bewegen kann. Und das ist auch wirklich schlimm. Ich glaube, ich sollte heilen. Böse ausgehen. Irgendwann. Ist ein bisschen zu früh, aber ihr wisst, wie das ist mit dem Sterben. Es ist eine unschöne Sache. Muss halt das Risiko nicht unnötig eingehen. Okay, du weißt, wenn ich das mal hin. Jetzt werden wir euch dann vielleicht nochmal bewerfen. Oder vielleicht doch nicht. Ich weiß es noch nicht. Doch. Let's wunderbar. Was macht ihr eigentlich da unten? Komme ich da irgendwie anders hin? Ich weiß es noch nicht. Hier wird natürlich wieder das gemacht, selbstverständlich. Ja. Kannst dich hier abreagieren, wenn du noch nicht neben mir stehst. Beautiful. Dann bist du nochmal gehaut und die Jump-Attacke. Nicht, dass sie noch nötig gewesen wäre. Gleiches hier. Jetzt habe ich gesagt, ich mag das eigentlich nicht, diese Art von Gameplay, aber ich mag den Assassin's Tag eigentlich auch nicht. Um ehrlich zu sein. Okay, kannst du bitte hierher? Damit ich ein bisschen hier die Jump-Attacke machen kann. Okay. Oh, ficken. Wow, wir waren ziemlich schnell da wieder oben, möchte ich nur kurz sagen. Wieso roll ich mich vor ihm? Wenn ich schon hinter ihm war. Ziemlich deppert. Okay, du wärst kaputt. Komm ich von da darüber? Will ich von da darüber? Antwort ist nein, auf keinen Fall eigentlich. Fuck. Das ist alles ein bisschen gefährlich hier. Jesus. Okay, kill ihn mal. Was ist dein? Ein Strength Upgrade. Nur für mich? Wie lieb. Haben wir noch 100? Ja, wir haben ein Health Upgrade. Das reicht für einen Moment. Bam! Beautiful. So, da ist jetzt wieder nichts hinten, gell? Bei dir bist du ein kleiner Pisser. Okay. Aber jetzt haben wir mehr Waffendamage. Das bringt ja auch nichts mehr. Du Kretin. Au, au. Aho! Ach, hör auf mit der Scheiße. Ich brauche einen Gegner, ich brauche einen Gegner, ich brauche einen Gegner. Okay, ein bisschen was hat's geholfen. Oh oh, den wollte ich nicht gleich mit runterziehen. Jesus! Wir sind zu weit weg. Okay, das war gerade etwas chaotisch. Leicht. Ja, tut allen brav weh. So gehört sich. Ja. So ein bisschen beängstigend. Okay. Okay, everything is fine. Außer, dass wir nur noch eine Aufladung unserer Flask haben. Was weniger fein ist. Also, da oben waren wir ja gerade. Dann sind wir runtergehüpft und dann sind wir vom Regen in die Traufe gekommen. Aber das Level könnte auch schon eher bälder als weniger bald aussehen. Das sind die Ramparts. Da wollen wir nicht hin. Hey, not cool. Eine weitere Eisgranate. Wollen wir irgendwas damit? Ich glaube, wir werden... Firegranate ist schon ziemlich nice. Ich glaube, wir werden die Firegranate da lassen. Not sure, ob das die bessere Option war jetzt.
Hey, warte mal. Frostlight Slow lasts 4 times longer, das ist nice. Plus 1 health, das ist auch nice. Wieso habe ich gerade das Plus bekommen? Burning Target? Aber der war nicht burning. Weird. Egal, müssen wir uns freuen. Pisse. Das trifft uns da. Was ist da? Das Tier ist bewegt. Du bist da. Oh, und noch ein flickster Skorpion. Oh oh, bin ich drauf gekommen. Oh oh. Sie haben mich getroffen, which is not cool. Ist was? Wir kommen jetzt von der anderen Seite. Das muss ich treffen. Oh. Ah, die Jump Attacks natürlich. Das habe ich vergessen. Makes sense, makes sense. Achso, der tut sein eigenes Leben da aufbrauchen, wenn er die Dinger draus macht. Okay. Beautiful. Das hätten wir auch erledigt. Haben wir was Neues gelernt über diesen Gegner, das ich vorher nicht wusste. Das wäre, wenn er diese kleinen Minis rausspuckt, dann benutzt er schon mal sein eigenes Leben dafür. Das ist cool. Zum Glück war da geslowdown. Wir sonst übel ausgehen können für uns. Der Dagger kriegt noch was dazu. On a burning target. Ist jetzt jede Attacke irgendwie burning? Wieso war das 181 gerade? Nein, egal. Okay. 847 hat auch noch mit dem Rücken zu mir stand. Das ist interesting. Vielleicht ist es ein Bug oder ich verstehe gerade irgendwas nicht. Dass wir den Damage Boost bekommen vom Dagger, obwohl ich es eigentlich einfriere und nicht anzünde. Oder ist freezing? On a burning target. Weird. Naja, mir soll es nicht stören. Jetzt sind wir da eigentlich auch schon wieder fertig, glaube ich. Yes. Ja, und ich glaube, dort geht's dann ins nächste Level. Das sind diesmal zumindest aus Ossuary rausgekommen. Which is great. Schauen wir mal. Prison Depths. Sehr nice. Ich hoffe, ich kurz einen Cut rein gleich. Weil wir nehmen jetzt doch schon recht lange auf. Und solange ich hier rauskomme, werden wir wahrscheinlich auch noch länger aufnehmen. Ja, ich hole mir das nur kurz, weil wir jetzt gerade halt einen Dagger haben. Nicht, weil ich im Allgemeinen so ein großer Fan von ihm werde. Sollten wir das jetzt überleben können, mit nur 3 Aufladungen, sollten wir nicht genug Zellen zusammen haben, um uns die 4. zu kaufen. Aber das wird jetzt nochmal eine ganze Ecke schwerer. Da sind diese Dinger, diese Viecher drin, die die anderen Viecher unsichtbar machen. Was manchmal sehr unangenehm sein kann. Und diese Spinnen, die nicht so übel sind eigentlich, aber halt so in Gruppen mit anderen Gegnern auch ein bisschen unangenehm sein können. Das hier ist auch überhaupt nicht so meins. Dieses ganze Scheißding hier. Okay. Soweit, so gut. Okay. Nein, ich wollte eh schon aus dem Weg. You don't understand. Zu stressig gegen den immer, wenn man tatsächlich gegen ihn kämpfen muss. Wenn nicht einfach nur einfriert und dann. Voll aufs Maul gibt's. Nice. Beautiful. Das ist schon wunderbar, wie das hier funktioniert. Ah ja, mit dir haben wir jetzt ein bisschen Probleme. Wieder schauen. Wieder schauen. Oh, oh, da wollte ich jetzt eigentlich noch gar nicht hin. Bisschen unangenehm. Wir machen das jetzt hier ein bisschen mit den Skills. Nochmal hinterher, nochmal hinterher. Und dann gleich nochmal hinterher. Er ist nicht hin. Wieso ist er nicht hin? Jetzt ist er hin. Gut, finally. Das hatten wir jetzt hinter ihm sein, oder? Okay, kurzzeitig zumindest. Genauso wie hier. Meat Grinder. Meat Grinder 5 inflicts 124 Damage. Ja, ich glaube, der Mikroen ist mir gerade kurz lieber als die Magnetic Grenade, wobei die Magnetic Grenade schon sehr nice ist. Vor allem, weil sie halt auch an Orte kommt, wo man eigentlich sonst noch nicht hinkommt mit dem Skill. Man könnte ja eigentlich die ganze Zeit schießen, oder? Ich könnte hier eine hinwerfen und das wird alles da. Ich müsste nur in die 10 werfen oder so. Das ist mir dann zu deppert. Oh Gott. Das wäre fast übel gewesen. Okay. Das hat man mal geschafft. Hey. Hey. Okay.
Easy. Ist da noch in den Bytext dabei? 175er noch Burning Time. Okay, das hat ja auch geklappt. Wir können das mal hier runterwerfen, einfach so. Das hat richtig gut geklappt, muss man sagen. Wunderbar. Vor allem, dass wir sie dann noch dort verlangsamt haben. Okay, das gehen wir halt doch schnell runter. Ja, da ist das Spinnenviech. Da sind jetzt ein bisschen viele Viecher auf einmal. Ah, zu weit vorne gehabt. Der Mitwender hat irgendwie eine weniger große Arc hier. Okay, du rennst da wenigstens mal drüber, which is nice. Oh, er kann mich da oben treffen, cool. Not a huge fan of that. Kannst du mich jetzt dann auch treffen? Da werden sie es merken. Ich meine, die haben extrem viel fucking Leben, die Dinger. Sie können den Boden irgendwie brennend machen um sie herum und sie können so Kugeln werfen. Ziemlich viele davon. Was ich eher unangenehm finde. Und außerdem auch noch unfreundlich dazu. Oh, das ist eine bessere Ice Grenade. Ice Grenade 5. Wie ist the chance of freezing enemy when attacking? Plus 1 health, though. Ich glaube, ich behalte plus 1 health. Weil es steht eh nicht so gut um unser Leben. Wir werden uns jetzt zuerst mal um ihn kümmern und uns dann schießen. Ist der gerade vom Meatgrinder gefickt worden? Das ist ja extrem interessant. Das Fliegending wird vom Meatgrinder fertig gemacht. Okay, ist jetzt eher unangenehm. Nein! Auch nicht direkt neben mir leider. Und komme ich wieder nicht hin. Okay. Unangenehm, unangenehm. Nope, nope, nope. Ja, da ist der Unsichtbarmacher. Nämlich nur wo. Genau. Das ist so unangenehm. Ja, schaut her. Da ist der. Aber man sieht die Schatten so ein bisschen. Ich weiß nicht mal, ob der da drüben ist oder nicht. Da ist er, okay. Ich weiß natürlich. Ah ja, schaut, da ist so eine fucking Spinne auch noch natürlich. Wieso nicht, hä? Wieso nicht? Macht ja nix. Fucking hell. Wo ist sie? Wo ist sie? Da ist sie. Okay, alles klar. Fuck off. Fuck off with you. Goddamn Bullshit, Spinne. Nobody likes you. Fuck off! Stirb endlich! Gibt's ja nicht. Hat die Message nicht so ganz bekommen hier. Ja, ich hau nochmal den Scan. Sind auch unangenehm, aber mit den Skills zusammen könnte es eigentlich ganz gut ausgehen. Das heißt mal wieder ein bisschen verpissen. Dann Slam, Ice Grenade und draufgehauen. Wunderbar. Okay, der hat gleich einmal kurz Selbstmord begangen. Verstehe ich, würde ich auch machen, wenn ich er wäre, weil er ist ein dummer Pisser. Okay, ist da hin. Da ist. Da wubbert's schon wieder. Fuck. Stop wubbering! Oh Gott. You have to die, you have to die, you have to die, so fucking right fucking now! Ich den Gegner wenigstens sehe, okay. Puh, ist da. Ist das hinten? Das ist hinten, alles klar. Du hast dann hinten, das finde ich sympathisch von dir. Leute, die kein Hinten haben, sind ziemlich übel. Nicht zu verwechseln mit Hintern, auch nicht von Vorteil, glaube ich, allgemein. Nicht nur in sexueller Hinsicht. Vor allem, weil man dann nicht mehr gut scheißen kann. Which is just bad, right? Oder zählt. Ne, okay, wir wollen da nicht ins Detail gehen. Das wird langsam ein bisschen unnötig vulgär hier. Und ich meine, ihr wisst alle, dass das hier high quality fucking content ist. Shit! Also, I'm dead. Wo ist der? Wo ist der? Okay, jeez. Die Nerven. Wo. Da bist du, Wabberding. Was? Sich fair. Wo? Ich sehe nicht mehr die Plattform, auf dem das Ding. Achso, da drüben ist der. Pistols? Die Pistols. Schau, wie viele Pisser da schon wieder sind. Das ist Hauptquartier der Pisser. Okay, zwei sind tot. Drei sind tot. Achso, du bist noch nicht tot. Dreimal, dreimal, viermal. Jetzt wärst du tot. Okay. Weiter geht's. Ist da wieder ein Wabberding? Ich nicht. Nein, ich bin fast direkt reingelaufen. Vollkoffer. Skills, catch mir. Wieder zurück. Nein! Er kann von da. Ich weiß nie, dass die mich von da angreifen können. This is horrible. Oh Gott, I'm dead. I'm dead. I'm so fucking murdered. Okay. Das ist völlig unnötig, dass ich das hier verwenden musste. Schau ihn dir an. Schau ihn dir an. Überall seine blinden Kugeln hinsetzen. Keinen Respekt für den Gegenüber haben. Zum Aushalten.
Eigentlich würde ich gerne hier rumkommen, ehrlich gesagt. Goodbye. Der ist einfach hinten. Der hat sich heldenhaft vor seinen grünen Zombie-Freund da hingeschmissen, glaube ich. Was ist das? Ist das ein Skelett? Ich glaube, es ist ein Skelett, ein recht großes allerdings. Und vielleicht sind wir alle mini klein. Das ist natürlich auch möglich. Okay. Get down here. Get wrecked! Nochmal. Du kommst hier runter. Oh shit. Wow. Hey. Hey. Es tut mir leid, ich hab's nicht so gemeint. Okay, alles klar. Alles klar. Hey, finde ich's gut. Da sind wieder zu viele von diesen Scheißviechern da. Und diese Scheißviecher meine ich das hier und das. Oh, zwei von denen. And we're dead. Oh Gott, die zwei anderen. Ich habe nicht gedacht, dass die auch noch kommen. Damn, da hatten wir eine gute Chance diesmal. Da hatten wir echt eine gute Chance. Mein Fehler. Naja, wurscht. Dafür ist die Folge diesmal nur 56 Minuten lang. Nur unter Anführungszeichen. Ich hoffe, wenn man das euch Spaß gemacht hat, zuzusehen. Wenn das der Fall war, lasst doch ein Like da oder abonniert den Channel. Aber vor allem, schaut beim nächsten Mal wieder vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.